Herzlich willkommen bei dem achten Teil unserer zwölfteiligen Serie, die größten Fehler beim Zeitmanagement. Und heute geht es um einen Fehler, den fast alle Menschen, die ich kennengelernt habe, gleichsam machen, weil sie es nicht besser gelernt haben. Was meine ich damit? Wenn du einen Termin machst mit mir, mit deinem Kunden, Geschäftspartner, dann wirst du dir sehr wahrscheinlich diesen Termin eintragen in deinen Kalender und ich hoffe auch, wie letzte Mal besprochen, mit einer zeitlichen Angabe, also dass ein Termin einen Anfang und ein Ende hat, dann hast du Fahrzeiten und dann kommt der nächste. Was aber die meisten nicht machen, dass sie genau dieses Erfolgsgeheimnis, diesen Mechanismus, dass der Termin auch tatsächlich stattfindet, weil er wichtig ist, auch anwenden auf Aufgaben. Die wenigsten Menschen, und überprüf dich selbst, machen Termine mit den Aufgaben. Was bedeutet das? Wie sieht das Aufgabenmanagement oder die Zeitverwaltung zur Aufgabenerledigung bei den meisten Menschen aus? Die haben irgendwo entweder eine Liste, die immer länger wird und immer demotivierender ist, weil sie immer länger wird, oder die haben kleine Zettel, die dann irgendwo rumfliegen, am Kühlschrank, am Fenster hängen oder irgendwo im Büro rumkleben. Das tatsächlich ist noch kein Zeitmanagement, sondern die Kunst besteht, diesen Aufgaben genauso wie ein Saatkorn in den Ackerboden zu drücken. Wenn du einen Haufen Saatgut hast, egal ob es für Kartoffeln, für Blumen sind oder Erdbeeren, dann musst du die in den Acker drücken, damit sie wachsen können. Ansonsten passiert nichts. Das Gleiche gilt mit deinen Aufgaben. Wenn deine Aufgaben auf Aufgabenzetteln, auf Listen sind oder eine EDV bei Trello irgendwo untergebracht sind, dann ist es schön. Du hast das Gefühl, die sind nicht weg. Aber die werden noch nicht erledigt. Erledigt werden deine Aufgaben in der Regel erst dann, wenn du sie verortest in deinen Terminkalender. Wenn du einen Termin machst mit deinen Aufgaben, wenn du diese Aufgabensaat in das Acker deiner Zeit, in das Feld hineindrückst. Du brauchst also eine zeitliche Zuordnung. Ansonsten verschiebt sich deine Aufgabe von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr, bis sie sich scheinbar selbst erledigt hat, weil dein Arzt dir sagt, nun, ein Herzinfarkt, hätten Sie ein bisschen mehr Sport gemacht. Aber du hast deinen Sporttermin, dein Fitness, dein Jogging immer weiter verschoben. Aber jetzt ist es zu spät. Und genauso spät wird es auch sein für die Kundenakquise, für Lieferantenakquise, für Netzwerkarbeit, für neue Angebote, für deine neue Webseite, für Online-Marketing, Offline-Marketing, deine Weiterbildung. Entscheide dich also heute, ein Mensch zu werden, der seine Aufgaben nicht auf Listen notiert, sondern sich sofort angewöhnt, diese zu verorten, und zwar im Kalender. Und die gute Nachricht ist, du hast da sehr, sehr viel Platz. Jetzt sagst du, aber dein Tag ist so voll. Das kann vielleicht der Fall sein. Oh, aber du hast einen Morgen. Und auch wenn der Morgen voll ist, hast du einen Übermorgen. Und wenn deine gesamte Woche voll ist, habe ich eine gute Nachricht. Danach kommt noch eine Woche. Und dann kommt nach der Woche noch eine Woche. Und pro Jahr kommen 52 Wochen. Und wenn du gerade 30, 40 Jahre alt bist, hast du noch vielleicht 40 Jahre vor dir, mal 52 Wochen, mal 7 Tage. Da ist eine Menge Platz. Wenn dein Zeitmanagementsystem aber dir Verortung nicht möglich macht, dann hast du ein schlechtes Zeitmanagementsystem. Deshalb lade ich dich ein, mit Papierkalendern zu arbeiten. Vielleicht die gesamte Jahresplanung schon in der Struktur her von deinen Minitagen reinzutragen, dass du genau weißt, wann du deine Treffen, deine Telefonate, deine Buchhaltung, deine Monatsabschlüsse, deine Contentplanung eintragen kannst, sodass du kleine Zeitslots hast, wo die Aufgaben drin sind. Und dann weißt du genau, an welchem Platz in der Zukunft deine Aufgaben erledigt werden. Das entspannt dich. Du kannst loslassen und vor allen Dingen wirst du ein Mensch, der zuverlässig seine Aufgaben erledigt. Was bedeutet also, je mehr Aufgaben du hast, dann desto länger werden nicht deine Listen, sondern desto weiter in der Zukunft werden die Minitage in den Wochen in der Zukunft mit Aufgaben terminiert sein. Und das ist entspannt, das ist professionell. Solch einen Geschäftspartner wünschst du dir vielleicht oder Mitarbeiter und ich sage dir eins, deine Kunden, deine Geschäftspartner wünschen sich das auch von dir. Also entscheide heute, Termine nicht nur zu machen mit Menschen oder mit dir, sondern auch mit deinen Aufgaben. Trag dies ein und kalkuliere auch ein, wie lange die Aufgaben dauern werden, mit dem Puffer, wie wir letztes Mal gehört haben, und notiere alle Aufgaben, am besten heute, die du noch auf Listen hast, in deinen Terminkalender. Du wirst sehen, die nächsten 3 Wochen hast du eine Menge zu tun und das schützt dich vor Ablenkung von innen als auch von außen. Morgen geht es weiter mit dem 9. Teil und ich wünsche dir viel Erfolg. Vielleicht hast du morgen dann schon alle deine anstehenden Aufgaben zu den Zielen, die du gesetzt hast, in deinem Terminkalender verortet. Ich bin mir sicher, dass du die gleiche Entspannung hast, wie auch die anderen sie empfinden, die das gemacht haben.